Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr aus einer Table View heraus Übergänge gestalten könnt. Mit anderen Worten, sobald der User auf einen Listeneintrag klickt, soll er dann weitergeleitet werden auf einen anderen View Controller. Und wie das geht, sehen wir jetzt. So, lasst uns loslegen mit einer Single View Application auf Next und ich schreibe hier als Product Name Table View. Ne? Sinnvollerweise auf Next hier, dann speichern und als erstes gehe ich in Storyboard, Main Storyboard und lösche das hier mal schön weg. Das brauchen wir nicht. View Controller Swift brauchen wir auch nicht. Move to Trash. Und was wir brauchen, ist ein Table-View-Controller. So ein Ding ziehe ich mir jetzt mal hier rein. Ja, mal ein. Table-View-Controller mit einer vorangelegten Zelle hier. Und ja, dann brauche ich noch hier noch eine Cocoa-Touch-Class. Als Unterklasse von UI Table View Controller, Language Swift und prima, dann haben wir also auch noch eine Table View Controller.swift Datei und dann gehen wir nochmal ins Main Storyboard und ordnen eben diese Swift Datei dem Table View Controller zu, indem wir hier auf Table View Controller klicken und schon passt das Ganze. Wunderbar. Des Weiteren wähle ich jetzt mal die Zelle hier aus, also diese Table View Cell und versehe diese Zelle, diese Prototype Zelle mit einem Identifier, den ich Cell nenne. Ja, und was ich hier noch mache ist, da wir ja hier Übergänge gestalten wollen zu anderen View-Controllern, brauchen wir auch noch andere View-Controller und das sollen ja so ganz normale, wollte schon sagen, Otto-Normal-View-Controller sein hier. Ne? Dann nehmen wir mal hier zwei Stück mal raus hier. So. Ups. Ein hier. Zwei. So, und diese View-Controller versehe ich mit Storyboard-IDs, damit ich sie später aus dem Code heraus auch ansprechen kann. Und dieser View-Controller hier bekommt die Storyboard-ID VC1 und der zweite die Storyboard-ID VC2. Und um das Ganze optisch auch ein bisschen zumindest zu gestalten, sehe ich noch auf diese View Controller so eine Image View drauf. So. Und pinne das hier an die Ränder des View-Controllers und das Ganze soll den Content-Mode haben, Aspect-Fit und das Gleiche mache ich hier mit dem zweiten View-Controller. Ziehe das auch nochmal hier rauf, raus, nein, weder rauf noch raus, sondern auseinander. So. Auch das an die Ränder gepinnt und auch hier wieder Aspect Fit. Ein Image View ohne Image ist einfach öde und deswegen habe ich für euch hier auch schöne Bilder vorbereitet und nehmen wir mal hier ein Bild und zwei. Ja, und da seht ihr ja Katzenbilder, wer also geglaubt hat, das kann ich ja mal umbenennen hier in Cat 2, wer also geglaubt hat, dass er hier
bei einem Programmiertutorial um Cat-Content herumkommt. Der hat eben falsch geglaubt, das gibt's hier nicht, die Katzen regieren, wie wir alle wissen, das Internet. Genau, und jetzt hier im ersten View-Controller kommt die erste Katze rein. Und hier die zweite Katze. So, dann haben wir die beiden. Und soweit ich hier sehen kann, sind wir fast fertig im Storyboard hier. Was ich aber noch mache, ist, dass ich hier diesen Table View einbette in einen Navigation Controller. Embed in Navigation Controller. Denn ein Navigation Controller, wer hätte das wieder gedacht, macht die Navigation sehr viel einfacher. So, wenn ich den Navigation Controller hier angewählt habe, dann setze ich ihn auch als Initial View Controller hier fest, indem ich hier im Utilities Inspector bzw. im Attributes Inspector ein Häkchen hier setze. Und soweit ich es hier sehe, haben wir diesmal tatsächlich alles, was wir brauchen, im Storyboard erledigt. Und dann geht es eben weiter zum Table View Controller in die Datei. Und das ist hier ja sehr komfortabel hier, wenn man so einen Table View Controller Swift ausgewählt hat als Cocoa Touch Class, denn alle Funktionen, die wir brauchen, oder fast alle Funktionen, die sind ja schon vorhanden. Nur Did Receive Memory Warning brauche ich hier nicht. Und so, als erstes hier ein Array. War Katzen. Ein Katzenarray. Und das soll hier Katze 1, Katze 2. Ich demonstriere das ja an zwei View-Controllern. Und wenn ihr 20 View-Controller haben wollt, dann müsst ihr eben mehr tippen. Was ich hier noch mache, ist, ich lege ein weiteres Array hier an, und zwar hier Storyboard-IDs. Board-IDs. Und ja, achtet darauf, dass hier diese IDs, also das ist dieses Array mit den Storyboard-IDs, die wir hier angelegt haben, dass eben diese IDs hier auch den IDs entsprechen, die wir hier auch angelegt haben mit VC1, VC2, beziehungsweise wahrscheinlich habt ihr auch andere Bezeichnungen genommen, ne? Dann wählt eben die. So, also hier VC mit Unterstrich habe ich das gemacht. VC2 kommt jetzt. So, dann haben wir nämlich diese Storyboard-IDs. Diese Kommentarzeile lösche ich mal. Also hier gehe ich in die Funktion Number of Sections in Table View. Ich habe bisher noch kein Video gemacht zu verschiedenen Sektionen, aber hier lege ich fest, dass wir nur eine Sektion hier brauchen, und also Return 1 voreingestellt, da müsst ihr aufpassen, ist 0. So, Number of Rows in Section, das gibt die Anzahl der Zeilen in der Table View zurück, und hier gebe ich ein Return Katzen.count. Und die nächste Aktion besteht darin, dass ich das hier entkommentiere. Kommentarzeichen hier lösche. Dann habe ich eben diese Funktion Overwrite Func Table View mit Cell for Row Add und so weiter zur Verfügung. Und hier bei Let Cell Table View Deque Reusable Cell.
Hier muss ich den Identifier setzen, den ich eben für die Prototype-Zelle, erinnert euch noch einmal, ich zeige euch das hier, ne? Also für diese Prototype-Zelle festgelegt hattet hier. Und das war hier dieser Cell-Identifier. Und ja, die einzelnen Zellen sollen ja auch Text anzeigen, also Cell.TextLabel, Text, und das ist gleich KatzenIndexPath.row. Ich habe ja hier für die Leute, die sich zum ersten Mal ein Video von mir ansehen, ich habe ja hier noch ein Video hier in der Playlist zu einer, ja, zu Table Views, ne? Wie ihr eine einfache Table View programmieren könnt. Also falls ihr jetzt hier mit diesem Code hier nicht vertraut seid, dann schaut euch das entsprechende Video an. Ansonsten könnt ihr ja auch hier mir weiter folgen. So, jetzt habe ich also die Anzahl der Zellen hier und ja, jetzt habe ich eigentlich die Zelle mit zwei Items gefüllt. Warten wir auf den Simulator. So. Ja. Gut, nutzen wir die Zeit zur Meditation, bis der Simulator startet. Atmen, ein und aus. So, aber hier ist ja schon unsere Liste. Also hier Katze 1, Katze 2. Im Moment passiert nichts, weil wir eben noch nichts programmiert haben. Zumindest haben wir die Übergänge noch nicht programmiert. Das heißt also, wenn ich hier auf die Katze 1 klicke oder auf die Katze 2, dann soll eben halt der entsprechende View-Controller ja, in Aktion treten. Und dafür brauche ich jetzt hier eine weitere Funktion, und zwar Override Func. Dann kann ich jetzt mal did select row. Did select row add, die brauchen wir hier. Und so, und jetzt kommt auch das zweite Array in Erscheinung hier mit den Storyboard-IDs, also ja, let schreibe ich hier selected item ist gleich Storyboard IDs IndexPath.row. So. Das heißt also, hier wird erstmal festgestellt, wo der User geklickt hat. Und für die Leute, die sich jetzt über die englische Terminologie wundern bei mir, ihr wisst das ja, dass ich Leute immer wieder dazu anhalte, ihre Englischkenntnisse auszubauen. Selected Item, Selected kommt von Select, also ausgewählter Eintrag oder ja, so kann man das übersetzen hier, ne? Und let selected item. Und jetzt geht es darum, let view controller ist gleich storyboard instantiate view controller with identifier. Und hier setze ich eben den Selected Item ein.
Und als nächstes rufe ich den View Controller, der ausgewählt wurde, auf, indem ich erstmal den Navigation Controller hier anspreche im Code, Let Self Navigation Controller, und dann hier Push View Controller. Und dieser View Controller ist eben dieser View Controller hier, View Controller und Animated True. So, und das sollte es eigentlich gewesen sein. Ich bringe das Baby zum Laufen noch einmal. Bild ist daneben gegangen. Was ist hier passiert? View Controller ist hier. Push View Navigation Controller. Push View Controller. Ach, das können wir auch anders machen, indem ich hier if let View Controller ist gleich self storyboard instantiate View Controller und so weiter. Dann eine geschweifte Klammer. Das ist eigentlich hier auch besser, weil das den Code etwas absichert hier. Dann kopiere ich mir das hier in diesen Ausdruck hier rein. Also, so, jetzt müsste es klappen. Ich versuche es nochmal. Ja, diesmal müssen wir nicht so lange warten, das ist prima. So, Katze 1 wähle ich jetzt mal aus und zack, kommt auch schon der zweite oder der erste View Controller mit der ersten Katze, die es sich auf dem Sofa oder auf ihrem Sofa hier gemütlich gemacht hat. Das sei ihr gegönnt, die Ruhe und die Entspannung. Und hier hat uns auch der Navigation Controller was genützt, denn wir haben, ohne dass wir hier etwas programmiert haben, so einen Back-Button programmiert haben, haben wir ihn automatisch bekommen, also auf Back zurück. Nun wähle ich die Katze 2 aus und sehe da, auch hier die zweite Katze hat es sich bequem gemacht. Also die Katzen lassen es sich gut gehen. Na, hier nochmal auf Back. Und ja, im Prinzip war es das, Leute. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihr habt was dazugelernt und ja, gebt mir ruhig einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, falls ihr das nicht bereits getan habt und ja, ich sag mal Tschüss und Adios, Arrivederci, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ciao.